So, hallo, mal wieder ein bisschen was zum Dach. Ein gekreuztes Satteldach ist heute dran. Da brauche ich erst mal einen Satz Wände aus meinen Assistenten raus. Mauerwerk 36,5. Check der Ebenen. An die untere Ebene dran 0. An die obere Ebene dran ebenfalls 0. Gut, passt. Gekreuzte Dächer können auf verschiedene Weise entstehen. Ich mache es mal über Rechteck. Das Rechteck ist 8 auf 8 groß. Und dann stelle ich das mal alles da. Shift F5. Zentriert alles. So, gucken wir mal. Isometrie hier. Gut. Die Dachebene ist dran. Und dann baue ich da mal was ein. Unterkante an die untere Ebene dran. Rufusboden. Dann noch irgendeine Traufhöfe. 3 Meter. Neigung, was weiß ich, 35 Grad. Und dann baue ich da mal ein Dach ein über die Diagonale. Einmal Escape. Draufkante hier, Draufkante da. Das sieht man schon, wie das Dach entsteht. Ein gutes, normales Satteldach. Um an gekreuzte Dächer ranzukommen, gibt es verschiedenste Wege. Man mag Gauben einbauen, was weiß ich. Ich zeige heute mal eine ganz spezielle Variante. Ich kopiere den Dachebenenkörper einfach jetzt mal raus. Dann drehe ich mal das Ding, auswählen, drehen irgendwie um die Mitte, 90 Grad. Denn wenn man nämlich Dachkörper ineinander verschiebt oder kopiert, was jetzt gerade passiert, verschmelzen die Dinger und schaue ich die Dachausmittlung für ein gekreuztes Dach. Damit man es besser sieht, hole ich mir jetzt noch irgendeine Dachhaut raus. Ich habe hier einen Assistenten, da kann ich ja auch mich in der Dachhaut bedienen, vielleicht nach 20 cm Überstand. In der Dachhaut noch checken, jo, wie das alles ausschaut. Vor allem, dass die Höhe an die obere Ebene angebunden ist. Okay, okay. Und dann baut man das ein mit dem Dachüberstand, wie man das halt eben braucht. Zapparab, da ist es. In der Animation hinten bei der Einstellungen dazu kann man noch ein paar Kanten dazu schalten, damit man das Dach mit dem gekreuzten Satteldach einfach noch ein bisschen besser sieht. Da ist es.